Hallo zusammen, mich hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meinem kleinen Collection Update. Und in der kleinen Videoserie wollen wir uns hier mal anschauen, was ich die letzte Woche so an Transmog Quests und Konsorten weitergesammelt habe, um All the Things hier, das ist das Addon, um das es sich dreht, zu komplettisieren. Und ja, wir haben wieder ein bisschen was gesammelt. Ich guck mal kurz auf meinen Spickzettel. Und zwar waren wir letzte Woche bei noch 205 Items, die gefehlt haben. Und das waren 99,64%. Jetzt sind wir bei 187, was 99,67% ist. Also 0,03% haben wir wieder draufgelegt. Klingt jetzt nicht viel, aber wir sind jetzt unter die Grenze von 200 Items gekommen, was sehr nice ist. Und ich würde sagen, wir gucken mal grob durch, was wir raus haben. Eigentlich hat sich nur in dem Dungeon-Tab was getan, aber ein Tab ist verschwunden, und zwar der Ruf-Tab ist verschwunden. Und da habe ich tatsächlich diese Woche relativ viel Zeit rein investiert. Ich habe nämlich eine Fraktion auf Ehrfürchtig gebracht, die ich davor nicht auf Ehrfürchtig hatte. Und jetzt scrollen wir mal runter, warum das so viel Zeitaufwand war. Ich würde sogar behaupten, das waren die Fraktionen, die am meisten Zeit insgesamt beanspruchen. Ich habe nämlich die Blutsegelbukaniere auf Ehrfürchtig gemacht. Da mag der eine oder andere sagen, okay, Blutsegelbukaniere auf Ehrfürchtig dauert nicht lang. Stimmt, aber die Goblin-Fraktion danach wieder auf Ehrfürchtig zu machen, das dauert schon lang. Ich habe nämlich damals zu, ich glaube mit dem Char zu Red of the Lich King, die Blutsegelbukaniere von damals Hasserfüllt hochgebastelt auf das Maximum, was damals, glaube ich, Wohlwollen und ein paar Zerquetschte waren. Also irgendwie eine ganz krumme Zahl. Wohlwollen 6000 hatte ich noch. Das war, glaube ich, das Maximum. Außer so einen Char, den man irgendwie einzeln im Ödland killen konnte. Aber den lassen wir jetzt mal aus. Das normale Maximum war halt diese 6k. Und dann habe ich dementsprechend wieder das Dampfdruck-Taktel auf Ehrfürchtig hochgefahren, was ewig dauert. Damals noch ein Düsterbruch, beziehungsweise dann bei den Piraten auch in Tanaris. Und jetzt war es halt blöderweise so, dass Blizzard da was geändert hatte. Man kann die Blutsegelbukaniere jetzt ganz normal auf Ehrfürchtig hauen. Und das habe ich jetzt halt ewig rausgeschoben, weil ich dieses Zinnober nicht nochmal machen wollte. Und da es jetzt aber die letzte Fraktion war und das noch im All the Things angezeigt war, dachte ich mir, komm, gehst du her, haust die Blutsegelbukaniere auf Ehrfürchtig. Das hat jetzt, weiß ich nicht, 2 Stunden gedauert von das Wohlwollend und ein paar Zerhackte, die ich hatte, bis auf Ehrfürchtig. Das ging relativ schnell. Das Problem ist, dann waren hier die Fraktionen wieder komplett auf Hass erfüllt und die musste ich jetzt von Hass erfüllt minus 36.000 wieder hochhauen auf Ehrfürchtig, was dann, glaube ich, 64.000 Ruf sind. Und da gibt es so Piraten, die du umboxen kannst, und da bringt halt ein Pirat 2,5 Ruf. Ja, da könnt ihr euch überlegen, mit 2,5 Ruf, wie lange es dauert, bis man dann auf 64.000 Ruf ist. Ich habe das aber durchgezogen. Mit einer Gruppe geht es tatsächlich ein bisschen schneller, aber es hat etliche Stunden gedauert. Also ich habe wirklich richtig viel Zeit rein investiert. Das war, glaube ich, das, was die Woche am meisten Zeit beansprucht hat, mit Abstand. Wir haben es durchgezogen und ja, jetzt habe ich sowohl die Blutsegelbukaniere als auch das Dampfkrokartell auf Ehrfürchtig und somit jede Fraktion, die man irgendwie hochkriegen kann. Und als kleines Schmankerl nebenbei kann ich euch was zeigen. Ich bin jetzt auf Data for Azeroth, hatte ich das letztes Mal schon was gezeigt. Und hier wird jetzt bei Reputation, also beim Char-Ranking, angezeigt. Guckst du hier, guckst du hier, guckst du hier. World Number One Rank mit allen Fraktionen, also was man halt auf den einen Char haben kann. Account Ranking sieht bei mir nicht so gut aus, weil ich einige Horden Geschichten nicht oben hat. Ich will aber nicht verschweigen, dass es nicht andere Leute gibt, die auch die gleiche Anzahl haben und die schon wesentlich länger als ich das haben. Also ich bin halt einer unter ein paar Leuten, wie ihr seht, die alle Fraktionen haben. Also es ist nicht so, ob ich der Einzige bin. Also es haben 43, nee, 41, wenn es mit 42 weitergeht, die auch die gleiche Anzahl, also alle, die möglich sind mit einem Char, fertig haben. Warte, das sind alles Allianz-Chars, oder? Kann das sein, dass die Horde da weniger hat? Sein? Hat da Allianz einmal einen Vorteil? Ah ja, okay, interessant. Der erste Hordler ist hier nämlich erst bei 42. Haben die tatsächlich eine Fraktion weniger? Ah ja. Oder ist es kein Hordler so fleißig gewesen? Das mag natürlich auch sein, was ich fast bezweifle. Gut, sei es drum. Also das haben wir einmal raus. Das mit den Fraktionen brauche ich jetzt auch keine mehr hochspielen. Und diesen riesen Time Invest habe ich jetzt noch vor Shadowlands auf mich genommen. Das haben wir abgehakt. Neben dem waren wir auch noch ein bisschen unterwegs und vor allem Legion Dungeons hatte ich leider oder in den Raids nichts bekommen, aber hier in den BFA Raids.
Und zwar, kann jetzt mal hier aufklappen, wir haben nur noch einen einzigen LFR hier drin, den ihr seht, und zwar hier in Dazar'alor. Ich habe jetzt mit den ganzen Chars, mit mir letztes Mal nur noch Rogue-Items gefehlt, und ich habe jetzt mit den ganzen Chars die Questreihe gemacht. Das ist ja bei drei Schurken, und mit allen drei Schurken habe ich die Questreihe für den Legendary-Umhang gemacht, was mir etwa 2 Stunden pro Char gekostet hat. Also auch das ist wieder ein gewisser Time-Invest gewesen, dass ich hier Nyalotha den letzten Teil rein konnte. Und zwar hat mir nämlich damals noch, oder was heißt damals, letzte Woche, so lange ist das jetzt auch noch nicht her, hatte mir tatsächlich noch, warum kann ich jetzt die Bosse nicht angucken? Ah, ich liebe dieses Tool. Warte, jetzt klicken wir hier rein, nochmal da. Ah, jetzt funktioniert's. Man muss wissen, wie die Bugs zu handeln sind tatsächlich. Hier, vom Panzer von N'Zoth hatte mir noch einen Dolch gefehlt. Warte mal, da muss ich jetzt hier mal Dings einstellen. Schurke, genau, der Dolch hatte mir noch gefehlt. Ach, der wird jetzt bei dem Char wieder nicht als Collected angezeigt. Ja, ich hab den aber. Achso, das ist ja auf Normal. Okay, hier. Den Dings haben wir hier einmal bekommen, den Dolch. Ich habe bei dem ersten Char, wo ich rein bin, wo ich zum Panzer gekommen bin, ich musste ein bisschen warten, bis ich den Invite bekommen habe, habe ich einen Dolch auf dem Bonusroll gekriegt. Heißt, ich habe bei 2 anderen Chars umsonst den Umhang hochgespielt. Und ja, gut, jetzt haben wir ihn, ne? Ein bisschen mehr Item-Level mit den Chars. Ganz umsonst war es vielleicht auch nicht, aber eigentlich habe ich mir den nur erspielt, um reinzukommen für den Dolch. Ich dachte halt nicht, dass ich ihn das erste Mal kriege, wenn ich reinkomme in das Dungeon tatsächlich. Genau, in den anderen Instanzen haben wir das Zeug auch bekommen. Was mir jetzt halt tatsächlich nur noch im LFR fehlt, ist halt hier der eine Rastakhan-Dolch. Den habe ich heute auch nochmal versucht zu farmen. Erster Char irgendwie 1 Stunde gebraucht, bis ich in LFR reingekommen bin. Zweiter Char gequeued, 3 Stunden nicht reingekommen. Und jetzt haben wir es aufgegeben, weil es ein bisschen zu spät wurde. Aber das ist halt ein bisschen ätzend, um so die LFR-Teile zu farmen, weil die alten Sachen, die gehen halt ums Verrecken teilweise nicht auf. Heißt, das werde ich wahrscheinlich den Samstag nochmal probieren, da mal einen halben Tag reinqueuen. Das ist halt immer ein bisschen blöd, wenn mein Char dann blöd rumsteht oder ich halt Sachen versuche, wie zum Beispiel auf Argus noch ein bisschen Agonie zu farmen, dass ich halt nicht nur am Warten bin. Aber es ist ärgerlich. Aber es ist absehbar, nur noch ein einziges Item quasi aus dem LFR, und dann habe ich alle LFR-Items weg. Dann waren wir auch wieder Uldir, Dazar'alor und Ewiger Palast im NHC, HC bzw. Mythic, zumindest Uldir. Und da haben wir auch wieder ein bisschen was bekommen. Jetzt sind es in Uldir Normal noch 3 Items, im HC sind es noch 4 Items und im Mythic sind es noch 5. Also das wird langsam weniger. Vieles ist halt leider auch immer, ne, wenn man jetzt hier sieht, das ist nichts, was ich mit dem Druid kriegen kann. Da muss ich hier mit dem Body rein, hier mit dem Rogue, hier auch mit dem Rogue und mit dem Schamanen. Also das sind halt immer viele Items dabei, die ich mit anderen Chars dann holen muss. Da ist es dann echt immer ätzend. Okay, bei dem Char muss ich auf den, bei dem Boss muss ich auf den Char locken, bei dem Boss muss ich auf den Char locken. Letzte Woche hatten wir einen Hexenmeister dabei, der wirklich von Ende bis oder von Anfang bis Ende dabei geblieben war. Das war echt sehr, sehr praktisch. Wenn du das aber nicht hast, dann muss ich immer gucken, dass ich rechtzeitig zu den Bossen hin und her lock. Also das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Insgesamt sind es jetzt hier in Uldir noch 12 Items. Dazar'alor haben wir auch wieder was bekommen, den Stab von Rastakhan. Jetzt brauche ich den Dolch, den ich im LFR brauche, auch nur noch im Normal, also nur ein Item. Blöderweise muss ich ja trotzdem den ganzen Raid durchziehen, wenn ich die Gruppe selber bastel. Im HC brauche ich auch noch 3 Items. Das ist von Opulenz jetzt ein Streitkolben, einen Dolch, auch wieder ein Rogue-Item, und von Rastakhan einen Heilerstab. Also es ist auch nicht mehr viel. Gut, Mythic waren wir hier nicht unterwegs. Das versuche ich im Moment nicht zu gehen, weil mit einer Random-Gruppe dauert es relativ lang, da durchzukommen. Sollte ich bis zum Pre-Patch alle anderen Sachen fertig haben, dann werde ich das wahrscheinlich auch mal organisieren. Aber da musst du dann halt tatsächlich die Bosse erklären und so. Da kannst du halt einfach nicht nur durchrushen tatsächlich. Tigel waren wir nicht, da fehlt mir nur noch das Mythic-Item. Da gilt selbiges wie in Dazar'alor. Ich mache nur im Uldir quasi Mythic. Genau. Dann Ewiger Palast. Da waren wir ja auch wieder unterwegs. Da habe ich auch einige Items gekriegt. Viele fehlen noch. Da war ich erst das zweite Mal drin. Das Gute ist, hier diese ganzen Items, die beim ersten Boss gibt, sind auch dieselben, die hinten sind. Also zum Beispiel der Dolch ist der Dolch. Hier die Faustwaffe ist auch die Faustwaffe. Da kannst du fast alles beim ersten Boss kriegen. Und dementsprechend ist das recht angenehm. Ja. Ähnlich sieht es im HC aus. Und da haben wir nämlich dann schon mal einiges bekommen aus dem Laden. Ihr seht, im HC brauche ich nur noch 4 Items. Es sind aber unterm Strich nur 2, weil der Dolch ist quasi der gleiche wie beim Hofstaat. Und das Item ist das gleiche hier.
wie vom ersten Boss, ne? Also das sind dieselben Items vom Aussehen her. Heißt, vielleicht kriege ich HC hier bald weg. Wenn ich jetzt lucky bin, die beiden Items kriege, dann brauche ich eigentlich nur den ersten Boss machen und fertig, ne? Und in der Dazar Lore ist es halt auch hier zum Beispiel im Normal das eine oder hier sind nur noch drei Items. Ich hoffe halt, dass ich das eine oder andere Instanz fertig bekomme. Dann komme ich insgesamt schneller durch und kann vielleicht noch mit einem zweiten Char dann einen anderen Teil laufen, wo ich ein bisschen mehr brauche. Oder vielleicht dann auch mal mythisch. Oder ich bin auch schon überlegen, ob wir jetzt in Nyalotha mal anfangen. Da brauche ich ja noch relativ viel. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Genau. Also hier sind wir wieder ein gutes Stück vorangekommen. Ruffraktion ist auch raus. Die anderen Sachen, ja. Da muss ich bei vielen halt einfach warten. Ne? Die hatte ich euch in den vergangenen Wochen schon ausführlicher gezeigt. Jetzt würde ich sagen, schauen wir noch in die andere Baustelle rein, bei der ich dran bin. Und zwar ist das hier die Questgeschichte. Und da können wir einmal bei Quests reinschauen. Und da gibt es dann insgesamt zwei Sachen, die ich track. Einmal ist es die accountweite Geschichte. Und dann ist es die Char-weite Geschichte. Und bei der Account-weiten Geschichte sind es ja hauptsächlich diese Breadcrumb-Quests, die ich mit allen Twinks machen kann, beziehungsweise mit Main halt nicht mehr machen kann. Und da haben wir auch wieder ein paar abgeschlossen. Ich war es letzte Woche bei 63 waren es noch, die gefehlt haben, war 99,42%. Jetzt sind es noch 50, was 99,54 ist. Ich glaube, da hatte ich auch ein Video hochgeladen gehabt, wo ich dann einmal die Breadcrumb-Quest ein bisschen gezeigt habe. Lederer Breadcrumb-Quest in Dalaran und ein paar andere habe ich auch noch abgeschlossen. Ne? Also so nach und nach kommen wir weg. Unter anderem habe ich die Sporriga noch mitgenommen, habe ich noch mit einem anderen Char die Sporriga hochgezogen, beziehungsweise noch mit meinem Schurken, während ich auf dem LFR gewartet habe, tatsächlich ein, zwei Breadcrumb-Quests mitgenommen. Aber ja, manche sind ein bisschen tricky. Mal gucken, was ich davon noch wegkriege. Da muss ich mich teilweise richtig einlesen, was ich genau machen muss, um diese Quests triggern zu können. Dann das andere, wenn wir jetzt gucken auf die Quests, die Char-bezogen sind, die mir da noch fehlen. Da sind die Breadcrumb-Quests zum Glück ausgeblendet. Da habe ich auch noch mal ein bisschen was weiterbekommen. Und zwar haben wir Archäologie wieder ordentlich gemacht. Von den 38 oder 39 Archäologie-Quest-Sachen, die ich hier offen hatte, fehlen jetzt tatsächlich nur noch 5 Stück. Und ich habe richtig viele Archäologie gemacht. Ihr seht, ich habe hier nochmal 300 Kisten. Zwei Openings habe ich schon gemacht mit A100 Kisten. Heißt, ich habe jetzt über 500 Ausgrabungen gemacht. Und ja, das ist tatsächlich auch einiges. Und ihr seht schon, ich könnte jetzt zwar auch mehr die Raids farmen, also an mehreren Tagen zum Beispiel die BFA-Raids oder die Legion-Raids farmen, aber ich habe halt so ein bisschen die Vermutung, das wird halt mit Shadowlands leichter. Archäologie bleibt gleich schwer, deswegen versuche ich jetzt halt erstmal die Sachen wegzumachen, die sich in der Schwierigkeit nicht verändern. Und ja, Archäologie ist nicht das Spannendste, aber es muss halt auch gemacht werden, ne? 5 Quests haben wir noch. Es ist hoffentlich bald absehbar. Das Einzige, was ein bisschen ätzend ist, ich habe die Oger halt raus. Und wenn jetzt Oger Abbaustätten sind, nenne ich es jetzt einfach mal, dann versuche ich die halt immer nicht abzubauen. Irgendwann sind nur noch Oger da. Da habe ich jetzt aber Gott sei Dank entdeckt, dass es so einen Plan gibt, wo man die Ausgrabung nochmal neu würfeln kann. Das kostet halt aber blöderweise halt immer so eine Kiste. Und diese Kisten, die nutze ich halt im Moment für eine kleine Opening-Videoserie, wo ich versuche, noch so einen Stab zu kriegen von den Zwergen. Man kann die Kisten ja umtauschen gegen ältere Artefaktsachen. Genau. Also hier haben wir einiges rausgekriegt und dann habe ich hier fast alle Sachen noch wegbekommen, die jetzt in den Außenbereichen sind. Das Einzige, was noch fehlt, sind Quests, die wir bei den Sehern absolvieren können. Und da müsste ich halt den Seherruf haben. Und das Problem ist, ich bin ja zu den Aldor geswitcht. Also ich war ursprünglich bei den Aldor. Dann bin ich damals in, ich schätze mal, Burning Crusade oder Wattle, irgendwann so in die Richtung, bin ich von den Aldor auf die Seher geswitcht. Ja. Und für dieses Achievement, ich weiß nicht, irgendwie Held von Shattra oder irgendwie irgendwas mit Shattra heißt das auf jeden Fall, das Achievement. Wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass das richtig viel Zeitaufwand ist, dieses Zeug zu sammeln, um wieder zu switchen von Hasserfüllt auf Ehrfürchtig zu kommen. Dann habe ich vor einem halben, dreiviertel Jahr oder Jahr etwa so, habe ich die Seher auf die Aldor zurückgeswitcht, weil ich noch ein Schmiederezept gebraucht habe. Ne? Da habe ich angefangen, ja, die Rezepte zu sammeln. Und jetzt
habe ich gemerkt, dass ich diese scheiß Quests brauche und muss wieder zurückswitchen. Du kannst gar keinem erzählen, wie dumm das ist, dass ich jetzt dreimal hin und her switche. Was das für ein fucking Zeitaufwand ist, dieses Zeug zu sammeln. Aber ich mache es halt jetzt trotzdem. Ich habe jetzt auch schon angefangen. Moment, ich kann euch mal zeigen. Ich habe schon ein paar Augen. Und zwar, du brauchst 1400 von den Augen, wenn du keinen Rufbonus hast. Und ich habe jetzt knappe 800. Ihr seht, 796. Und ich bin noch am Überlegen. Also wenn, dann versuche ich die jetzt halt so nach und nach fertig zu sammeln, diese Dinger. Oder ich warte, bis hier das Burning Crusader-Ereignis ist. Das ist etwa in 2 Wochen. Und versuche dann, oder ich hoffe, dass dann dieser 50% mehr Ruf auf Burning Crusade-Sachen noch gilt. Dann kann ich vielleicht noch bei den Schlotternächten irgendeinen Buff mitnehmen. Und dann müsste ich eigentlich mit den Augen schon fast hinkommen. Aber ich weiß halt nicht, ob das funktioniert. Und eigentlich möchte ich es vorher machen. Also mal schauen. Ich werde noch ein paar sammeln. Hier übrigens nochmal ein Dank. Einer aus der Community hat mir ein bisschen geholfen, diese Augen mitzusammeln. Hat mir ein paar geschenkt tatsächlich. Deswegen haben wir jetzt auch schon ein paar mehr. Ich glaube, ich habe 26 Augen geschenkt bekommen. Er meinte, er farmt noch ein bisschen was. Und falls ihr auch auf Antonida seid, Bock habt, ein paar Augen zu farmen, ne? Ich kann euch, also wenn euch mal ganz langweilig ist, wenn euch ganz, ganz langweilig ist, hier in der Scherbenwelt, warte, ich zeige euch das mal. Ich habe die hier gefarmt. Hier um den Fluss sind Basilisken. Hier auch an den Flüssen. Die droppen das eigentlich relativ gut. Und da einfach ein paar umhauen. Wenn ihr die nicht braucht, meldet euch bei mir. Ich nehme euch gerne ein paar von den Dingern ab. Genau. Mal schauen. Also 1400 wären es ohne Ruf-Buff. Und wenn es klappt mit dem Dings, dann brauche ich halt weniger. Ne? Muss ich mal schauen, ob das funktioniert. Oder ob ich mir die davor so zusammenfarme. Genau, das war eigentlich das. Was hatten wir hier ursprünglich? Ich glaube, die. Von der Woche waren es, glaube ich, 72, was 99,31% ist. Und jetzt sind wir bei 62, was 99,40% ist. Das ist halt hauptsächlich dem geschuldet, dass ich halt Archäologie nochmal einiges weitergemacht habe. Genau. Gut, das wäre es eigentlich soweit von den Updates von der Woche. So viele Transmog-Items waren es nicht, aber ihr seht, es waren halt viele Sachen, die so relativ zeitintensiv waren, die ich jetzt lang geschoben habe. Und jetzt mal angegangen habe, weil ich möchte ungern nach Shadowlands reingehen ins Addon und noch wissen, okay, ich habe diesen großen Posten noch, der Mystic ist, diesen großen Posten noch, das will ich so gern abräumen. Pre-Patch lässt ja anscheinend jetzt nur so ein bisschen auf sich warten, da kann man das ganz gut mit abräumen. Und ich muss eins sagen, ich hätte gedacht, dass das mit dem Blutsegel-Bukanieren, also von die Goblin-Fraktion von Hasselfüld auf Ehrfürchtig zu hauen, dass das länger dauert. Also das ging tatsächlich. Ich schätze jetzt mal so 10, 12 Stunden waren das. Ist zwar auch viel Zeit, aber ich hatte gedacht, das dauert noch viel, viel länger. Ich habe das, wie gesagt, damals in Wattle, glaube ich, gemacht. Und da hat sich das so angefühlt, ob ich da ein Jahr gefarmt hätte, ne? Aber ja, ging tatsächlich. Und ja, damit wären wir am Ende von der kleinen Aufnahme. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns in der Woche wieder, wenn es wieder heißt Collection Update. Euer Tela, bis dann. Ciao.